Lieber Herr Bischofsvikar, sehr geehrter Herr Landesrat, Herr Präsident der Landwirtschaftskammer, Präsident des Aufsichtsrates, lieber Herr Generaldirektor, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass ich als Landeshauptmann, als Hauptmann dieses Landes, heute auch bei Ihnen sein darf. Und es ist mir viel durch den Kopf gegangen jetzt schon bei den letzten Ansprachen. Über das, was von Friedrich Wilhelm Raiffeisen in den Biografien steht und was man über ihn sagt, das brauche ich nicht wiederholen, denke ich mir, wenn man 200 Jahre Raiffeisen sich vergegenwärtigt, ist ein Ausdruck ganz wichtig: Zusammenhalt. Ich habe in den letzten Tagen und Wochen erlebt, was Zusammenhalt bedeutet. Ich habe nach diesem schrecklichen Unwetter in Gasen, die sind heuer das vierte Mal betroffen, am Samstagvormittag den Menschen in die Augen geschaut, müde, ausgezehrt, aber Tag und Nacht für ihre Gemeinde und für die Gemeinschaft unterwegs. Ich habe festliche Anlässe erlebt, die Installierung des neuen Superintendenten, Feste und Feiern. Ich habe vor etwas mehr als 6 Monaten meine kleine Johanna, meine Enkelin, ich bin ja 66 Jahre geworden, dass ich Großvater wäre, in den Händen getragen und mir gedacht, das ist ein Stück Ewigkeit. Das ist doch viel wichtiger als irgendwelche Streitereien. Und habe den Zusammenhalt der Eltern, der Johanna, der Großeltern, mütterlicher und väterlicherseits erlebt, wie sich alle um dieses Kind scharen und darüber nachgedacht, ob es wohl in den übermeisten Fällen so ist. Ich habe gerade 11 von 12 Bezirkshauptmannschaften besucht. Nächste Woche bin ich in Leibnitz und dann habe ich das abgeschlossen. Es war für mich erschütternd, dass mir dort erzählt wurde, dass die Kindesabnahmen so sehr im Steigen begriffen sind in allen Bezirkshauptmannschaften. Nicht wegen des Missbrauchs, sondern weil es junge Eltern gibt, die Kinder nicht mehr aufziehen können. Ich habe heute Vormittag auf der Onkologie einen noch nicht einmal 51-jährigen Freund besucht. Eineinhalb Stunden später hat mir seine Frau mitgeteilt, dass er verstorben ist. Ein Bundesbruder, der auch bei Raiffeisen einmal tätig war. Und ich habe gespürt, wie dort seine Mutter und seine Frau seine Hand halten. Und ich habe gespürt, was es heißt, zusammenzuhalten. Wissen Sie, in einer Funktion, wie ich sie habe, sind Freude und Leid ganz nahe nebeneinander. Und als Landeshauptmann hat man Haltung zu zeigen, auch 2015, als wir von dieser Flüchtlingswelle heimgeholt wurden oder von der Amokfahrt. Der Landeshauptmann steht nicht nur an der Spitze, wenn etwas eröffnet wird. Er steht auch dort, wenn einem die Worte fehlen, weil man keine Worte finden kann, wenn man nicht zynisch ist. Warum sage ich das? Ich sage es, weil diese Idee Raiffeisen,
eine grandiose Idee ist. Vor 200 Jahren geboren, 1818 und 1862 hat er die erste Darlehenskasse gegründet, für in Not geratene. Und in dieser Zeit hat Erzherzog Johann in der Steiermark auch die erste Bruderlade gegründet in Schladming. Das war, wenn man so will, ein Vorgänger zur späteren Landarbeiterkammer. Und in dieser Zeit hat Erzherzog Johann Sparkassen, Versicherungen gegründet und für die damaligen Verhältnisse die Industrialisierung der Steiermark vorgenommen. Es ist eine grandiose Entwicklung, die sich ergeben hat. Aber Hand aufs Herz, vergessen wir nicht allzu oft, dass, ich rede jetzt gar nicht von den letzten 200 Jahren, sondern ich rede von den letzten 100 Jahren, es unendlich viel Kriege in diesem Europa gegeben hat. Ältere erinnern sich an den Ersten und den Zweiten Weltkrieg. Das waren nur zwei von 20, 25 Kriegen, die in Europa in den letzten 80 bis 100 Jahren stattgefunden haben. Die Bürgerkriege von Spanien über Portugal bis Italien. Die Kriege von Staaten gegeneinander mit dem tragischen Höhepunkt des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Und jetzt haben wir seit 70 Jahren keinen Krieg. Und jetzt feiern wir 2018 100 Jahre Wiedererrichtung der Republik. 1918, 1938 bedenken wir den Anschluss an Hitler-Deutschland, 1948 die Proklamation der Menschenrechte, Menschenrechte, die in so vielen Staaten der Welt nicht existieren und in manchen zurückgenommen werden. 1968 der Prager Frühling, ich kann mich erinnern, ich war ein junger Bub, habe gerade gelernt in Kirchbach, diese Worte, helft uns, wir können noch senden, wir werden überfallen. Aber 1968 auch der Aufbruch der Jugend in Europa, der Umbruch. Und heute? Heute stehen wir gut da. Aber es ist manches in Gefahr. Wir sind ein hochentwickelter Industrie- und Wohlfahrtsstaat. Die ganze Welt ist, wenn Sie um 19.30 Uhr aufdrehen, ein einziger Krisenherd geworden. Aber das wird weggedreht, weil man sich nicht stören lassen will. Und wir schauen auch weg. Wir wurden 2015 aufgerüttelt, aufgeweckt durch diesen Flüchtlingsstrom. Ich war, ich weiß nicht, vor 14 Tagen, drei Wochen in Gorna Radgona, in Oberradgersburg, die 50. Landwirtschaftsmesse, und ich habe dort einen Empfang gegeben. Wie ich da über die Brücke gegangen bin, habe ich vor meinen Augen gesehen, 1968, wie Marschall Tito, Franz Jonas und der alte Greiner, der heuer 47 Jahre tot ist, diese Brücke eröffnet haben. Und ich habe vor meinen Augen gesehen, 1991, das ist nicht so lange her, wie Slowenien und Kroatien die Unabhängigkeit erklärt haben, aber die jugoslawische Territorialarmee das nicht gestatten wollte, wie der Kirchturm von Oberradgersburg heruntergeschossen wurde, wie an unserer Grenze geschossen wurde und es Tote gab. Joschi Greiner ist damals
von der Hofburg, wo wir einen Kongress hatten, auf der Stelle abgereist nach Radgersburg. Und ich habe 2015 mit dem Bürgermeister von Radgersburg dort gesehen, wie täglich 2.500 Flüchtlinge über die Brücke gekommen sind. 8.000 waren es im Spielfeld. Damit will ich nur sagen, dass wir uns nicht abkoppeln können. Das glauben zu viele Menschen, dass das möglich ist. Das ist nicht möglich. Denn die entscheidende Aufgabe, vor der die Weltunion und die Europäische Union stehen, ist, alles zu tun, dass Menschen Perspektiven haben. Robert Schumann hat schon vor zig Jahren gesagt, die Zukunft Europas entscheidet sich in Afrika. Das hat mit Kriegen, die wir jetzt erleben, nichts zu tun. Es hat mit Bevölkerungsexplosionen zu tun. Es hat damit zu tun, dass Menschen ihr Leben riskieren, weil sie keine Hoffnung haben. Wenn es nicht gelingt, dass die UNO und die Europäische Union hier zusammen auch viel Geld investieren, um Perspektiven zu geben, werden wir in dieser Frage keine Erfolge haben. Damit bin ich schon beim letzten Teil. Wir in Österreich, ich habe schon gesagt, leben in einem nie dagewesenen Wohlstand. Aber ich befürchte, dass der geistige Wohlstand mit dem materiellen Wohlstand nicht mithalten kann. Es gibt einen Werteverlust im Lande. Es gibt zu viele Menschen, denen eigentlich ziemlich alles egal ist. Wenn ich hinausfahre in die Gemeinden, sie sind in der Infrastruktur so gut wie überhaupt noch nie. Den Menschen geht's gut. Aber es hat sich, wie ich schon oft gesagt habe, viel Beliebigkeit in die Gesellschaft eingenistet. Für zu viele Menschen ist die persönliche Befindlichkeit das Maß aller Dinge geworden. Und dagegen muss man ankämpfen, wenn die kleine Johanna, wenn unsere Kinder und Kindeskinder eine gute Zukunft haben soll. Eine Zukunft, die auch von Werten geprägt ist. Ich werde auch in der Landeshauptleutekonferenz und in anderen Versammlungen manches Mal belächelt, wenn ich sage, wer redet noch davon, dass wir von den jungen Leuten Leistung verlangen müssen. Wer redet noch davon, dass wir von den Jungen, natürlich auch von den anderen, verlangen müssen, anständig zu sein? Wer redet noch davon, dass wir sparen müssen? Kein Mensch redet vom Sparen, weil es negativ besetzt ist. Ja, wie meine Frau und ich die Kinder hatten, da sind wir jahrelang nicht auf Urlaub gefahren, weil wir auf die Wohnung gespart haben. Wenn ich das heute meinen eigenen Kindern erzähle, sagen sie, Vater ist gemütskrank. Ja, aber es ist unsere verdammte Pflicht, Kindern und Kindeskindern klarzumachen, dass nicht alles gleichzeitig geht. Dass man sich die Dinge selbst erarbeiten muss. Dass das, was wir in Österreich haben, 70 Jahre Frieden, von 91 abgesehen, nicht etwas ist, was wir gepachtet haben, nicht etwas, was uns geschenkt wird, weil wir so gut sind, sondern etwas ist Frieden, Freiheit, Wohlstand, Rechtsstaatlichkeit, was sich die Menschen täglich neu erarbeiten müssen, um nicht später einmal aus dem Traum der Glückseligkeit zu erwachen. Und damit möchte ich
schon schließen. Raiffeisen hat uns diese Idee des Zusammenhalts, einer für alle, alle für einen, diese Idee, dem die Chance zu geben, der leisten kann, diese Idee, dem zu helfen, der in Not geraten ist, seit Jahrhunderten mitgegeben. Und nun geht es darum, dass wir im Lande alles tun, damit wir im Blick aufs Ganze die richtige Politik machen. Wir haben es auch in der Steiermark damit zu tun, dass wir im Gegensatz zu anderen Bundesländern vorne liegen, was die Zahl der Arbeitsbeschäftigungen anlangt. Seit zwei Jahren nimmt die Arbeitslosigkeit bei uns stärker ab als in anderen Bundesländern. Das hängt damit zusammen, dass wir mit 5,14% die höchste Forschungs- und Entwicklungsrate im Europa der 274 Regionen haben. Aber heute mit dem Marschall der Karpaten, Vorkarpaten zusammen, die auch mit uns in der Frage des Autoclusters, jetzt Mobilitätscluster, zusammen arbeiten wollen. Und das werden wir auch tun. Und dass wir alles tun, damit der Graben zwischen den Städten und dem ländlichen Raum nicht ärger wird. Ich sage immer, den Zuzug zu den Städten werden wir nicht mit Pistolengewalt verhindern können. Das hat ja auch sein Positives. Aber ich muss dafür sorgen, so gut ich kann, dass es auch in Radgersburg und in Murek und in Murau Verkehrswege gibt, Wohnungen, Bildungseinrichtungen. Wir haben mit der Gemeindestrukturreform die Infrastruktur für die Gemeinden enorm verbessert, weil wir heute Kinderkrippen, Kindergärten haben, die ganztägig die Betreuung anbieten. Und es wird ein ganz besonderer Schwerpunkt, der Präsident Ditschenbach hat darauf schon hingewiesen, werden das Breitband-Internet. Denn wenn der Tischler in Krakau-Dorf oder in Wies in New York anbieten kann, ist er vorne mit dabei, weil wir in der Qualität sowieso als Steiermark vorne sind und weil wir ein Land sind. Ich höre das ja immer wieder auch von den Managern, die uns sagen, in der Lebensqualität, in der Sicherheit, hier die Arbeit vollziehen zu können, ist die Steiermark, ist Österreich weit vorne. In diesem Sinne wünsche ich uns, dass wir uns mit dem, was wir erreicht haben, nicht zufrieden geben. Das wäre schon Stillstand. Sondern dass wir immer danach trachten, Zukunft zu bauen. Ich komme selber durchaus auch da aus der Arbeitnehmerbewegung meiner Crew. Aber das, was uns vor 35 Jahren der Alfred Dallinger gesagt hat, die Arbeit geht aus, wir brauchen Arbeitszeitverkürzung, wir brauchen die Maschinensteuer, das ist nicht eingetroffen. Denn wenn ich heute als Steirer in China bin und sehe, was dort unsere Unternehmen leisten und damit sehe, was Bildung und Forschung imstande sind zu leisten, dann weiß ich auch, wer in der Forschung den Fuß in der Tür hat, hat den Fuß in der Tür der Zukunft der Arbeitswelt in Arbeitsfeldern, die wir heute noch nicht kennen, wie wir sie vor 30 Jahren ja auch nicht gekannt haben. Und in diesem Sinne dürfen wir nie aufgeben, lebenslang zu lernen, zu forschen, gemeinsam etwas zu leisten und
vom Beginn des Lebens bis zum Ende des Lebens den Versuch zu unternehmen, zusammenzuhalten. Raiffeisen ist so gesehen ein gutes Vorbild. Alles Gute für die nächsten 100 Jahre.